So. Okay, ich habe ja gerade ein bisschen was gemacht, habe ein paar Fabriken und Geräte hergestellt, stelle hier gerade ein paar Yooki-Sachen her, und zwar Holzbrikett. Ich brauche dafür 8 Rohholz, kriege 4 Briketts raus. Das Brikett hat einen Brennwert von 10 Megajoule. Holz hat einen Brennwert von 4 Megajoule, also schon mal besser. Und dieses Holzbrikett kann ich dann mit Yooki sogar noch zu was Besserem machen. Und zwar zu gepresstem Holzbrikett. Da kriege ich ein Nature Sign raus, da kriege ich ein Tokanic Sign raus oder Wissenschaft Sign oder so heißt es. Das brauche ich nachher, um manche Yooki-Fabriken zu bauen. Und Yooki geht. Ja, FNAI ist was Schönes. Factorio not enough items, ja? Wir gucken mal schnell, ja? Recipe. Sortierung von gereinigten Steratit. Wenn ich nachher anfange, Steratit zu reinigen, ja, es gibt hier gereinigtes Steratit und so, das kommt alles viel später, Technologie dahinter ist die thermale Raffination. Dann kriege ich ja Kupfer, Eisen und viel Kupfer natürlich, mehr Eisen, Kobalt, Zinn, Uran, Bauxit, da, aufgeladener Brocken. Yooki. So, gucke ich nach dem anderen. Nee, das geht zwar auch, aber das meinte ich gerade nicht. Ich meinte noch was anderes. Was war denn das? Da! Gereinigtes Saphirit. Also nicht Steratit, sondern Saphirit. Unicomp-Brocken. Es geht. Ja? Wird natürlich ein bisschen dauern. Also hier in dem Fall, wenn man mit Angel spielt, ist Yooki wirklich Endgame-Content. Weil wenn man jetzt nur mit Yooki spielt, kann man das relativ früh am Anfang schon machen. Ich kann das nicht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir Brechwerke gebaut und Formpressmaschinen. Da war die Überlegung, eventuell so Kohlestaub herzustellen. Kann man nicht in der Hand herstellen, ne? Macht man aus Kohle. So, den Kohlestaub kann ich dann zum Kohlebrikett machen. Hat von Yooki das Kohlebrikett 18 Megajoule. Das ist schon mal nice. Der Kohlestaub kannst du nicht vergessen, 6 Megajoule. Was hat eine normale Kohle? 8. Okay, also Kohlebrikett ist was Geiles, ne? Weil Kohlebrikett mache ich aus 3 Kohle Staub und ich kriege aus 4 Kohle 6 Kohle Staub. Ich denke, ich gewinne was dabei. So, dann gibt es einen Kohlestapel. Und da ist wieder genau dasselbe. Ich kriege das Tokanic Sign raus. Oder wie das Ding heißt. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, aber ich glaube, so heißt es. Das ist eine Formpressmaschine, die ist, glaube ich, nicht elektrisch. Die braucht Kohle. Ja, verdammte Axt. Naja gut, ich habe die andere, die Elektrik-Formpressmaschine habe ich noch nicht. Naja, was soll's. Yooki-Lampe. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob die sinnvoll... Die könnte ich machen. Ziegel-Kupfer-Eisenplatte. Möchte ich aber jetzt nicht so herstellen. Blue-Glow. Yellow-Glow. Shiny-Blue. Nee, das ist alles nicht so sinnvoll. Ja, da aufgeladenes FC, das kann ich vergessen. Genauso wie Electric Structure und sowas. Das kommt alles später. Aber diese Brennstoffe, die könnte ich durchaus machen. Block mit gemischtem Festbrennstoff. Auch nett. Aber kann ich alles erst später, ne? Weil dafür fehlt mir eben das aufgebrochene FC. Ja, was ich jetzt gemacht habe oder vorbereitet habe, ist, die Anlage kommt langsam an ihre Grenzen. Na, man sieht, dass es immer wieder an den rechten Rand zuckt. Das ist genauso wie Deutschland, es zuckt auch immer mehr an den rechten Rand. Schade, schade. Soll man nicht, gar nicht drüber lachen. So, hier haben wir Wasser. Ja, passt. Also hier könnte man noch 2 so Dinger hinten ranballern. Ich bräuchte jetzt, Moment mal. Nee, doch, ich brauche hier noch die Verbindung. Die habe ich noch nicht. Na, dann machen wir das mal schnell. Eine Rohrverbindung und dann können wir da eigentlich auch Kohle anschließen. So, hier zum Beispiel wurden gerade Rohre produziert. Das ist doch nice. Och Gott, alle, das sind genug erstmal, ne? Das ist doch nice. So, zack. So, mach mal Rohre da draus. Dann geht es los. So. Ansonsten, hier mache ich halt immer noch so halbautomatisch. Ich stecke selber rein und was. Das werden wir alles natürlich jetzt noch mehr automatisieren dann jetzt nach und nach. Das erste haben wir hier schon. Ich habe meine Baumproduktion. Und hab's rechts Richtung Bus gelegt, wo dann der Bus kommen soll. Ich hoffe, dass ich mit den unterirdischen Bändern halt einfach über diese Klippen komme und was. Wir werden sehen. Witzig wird's mit den ganzen Aliens. Ich habe mir meine Geschütze schon gemacht. Hier habe ich 25 Stück wenigstens. Ich habe keine Mauern und ich habe noch keine guten Geschütztürme. Das kommt aber jetzt alles nach und nach. Das nächste, was ich machen werde, sind dann Automatisierungen von Elektrotechnik. Ja, weil meine Holzproduktion habe ich jetzt. Wobei es vielleicht erstmal sinnvoll wäre, die... Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Das wird ein bisschen komisch. Was ist jetzt das? Das QSS-Turbine. Aktiv, wenn benötigt. Das ist eine... Das hat doch was mit Kraftwerk zu tun. Das ist doch bestimmt ein Kraftwerk.
Overheats Input Steam up to 1000 Grad Celsius. Oh ja, nice. Der macht 1000 Grad und dann. Aber diese Q8 SS-Turbine, die ist, glaube ich. Scheiße, jetzt habe ich wieder was gebaut, ne? Ich glaube, das ist was, das kann mir. Ja, das ist, na klar. Das ist ein Kraftwerk. Braucht einen Dampf-Input. Braucht wenig Platz. Okay, also das wäre eine Idee, Yooki Energy zu nehmen, natürlich, klar. Jetzt habe ich natürlich wieder Blödsinn gemacht, weil ich eben da drauf geklickt habe. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, blöd gelaufen. Gut, Holzbrikett, also diese Kohlestapel, sowas, das wäre durchaus eine Idee. Und dann gibt es dann nochmal was Besseres, und zwar das da. Angereicherter Brennstoffblock, und der hat 40 Megajoule. Ist natürlich schon geil. Ja. Nett. Ist cool. So, hier sind wir fertig. Ja, hier geht nichts mehr. Dann kriege ich eben hier diese Nature Science raus. Die kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen. Ich weiß nicht wofür, aber egal. Holzbrikett. Wo mache ich denn das Holzbrikett? Ah, einfach in der Fabrik. Okay. Ja, aber warten wir mal. Gut. Also es geht. Es dauert nur leider ein bisschen, bis ich da jetzt dahin komme, wo ich hin möchte. Hier habe ich schon mal ein bisschen Stahl gemacht. Da wurden die Lötlegierung hergestellt. Hier habe ich mir Lötzinn hergestellt. So, ist auch noch einiges drin. Das heißt, ich könnte anfangen hier dann auch. Was mir jetzt fehlt, genau, das war das Problem. Was mir jetzt fehlt, ist Carbon. So, ich brauche jetzt ein Kohle. Aber da werde ich oben das Große anbrechen. Weil unten das Kleine bringt ja eh nichts mehr. Das wären 4,3K. 4,3 Millionen. Das sind 74K, das ist ja eh nicht viel. So, die müssten wir vielleicht sogar im Kopf behalten und vielleicht den Bus nach außen ziehen, erst dahinter sogar. Das heißt, ich muss mich vorher mit Aliens rumschlagen. Das werde ich größtenteils auch offscreen machen. Also das alles organisieren jetzt, weil das wird ein bisschen dauern. Hier haben wir nochmal 4 Millionen Kohle, das wäre okay. Also wir fangen mal an mit der. Ach so, von wegen. Wir fangen erstmal damit an, vielleicht ein paar Erzförderer zu bauen, ne? Du Knallkopf. Bist du fertig? Ja, bist du. Ja, gib mir das. Gehen die hier drin überhaupt? Nö. Dann vergessen wir das. Ja, ich habe keine Montagemaschine, das ist schade. Hier habe ich Algenfarm vorbereitet. Ja, gib mir mal das hier wieder zurück. Wir machen erstmal Montagemaschinen. Zack. Was brauche ich dafür? Zahnräder. Sollte ich haben. Ja, nicht schön, aber selten. Ah, da habe ich auch noch welche, okay. So. Huch, lass mich raus, Mann. So, bitte rein da. So, Montagemaschine brauchst du natürlich auch, ist klar. So viele Chancen habe ich eh nicht. Dann bräuchte ich die grundlegende Schaltung. Davon habe ich fast gar nichts. Ich möchte ja 100 aufrechterhalten. Das heißt, ich kriege nur zwei Maschinen hin. Naja, gut, immerhin. So, und dann hier noch Eisenplatten. Ja, okay, das war's schon. So, jetzt haben wir aber zwei so weitere Montagemaschinen, was ganz schön ist. So, 7 Stück. Okay. Ich möchte bauen Erzförderer. Wie wär's denn mit dem besseren? Ach so. Die brauchen wieder grundlegende Schaltung. Ne, dann lassen wir die weg. Aber machen wir die normalen wenigstens. So, brauchen wir Eisenzahnräder. Kriegen wir gerade so hin. Schaltung haben wir auch genug. Geht. So, und dann brauchen wir Eisenplatten. So, viel Spaß. Stellen wir so ein paar Erzförderer her. So. Schaffen die das? Ja, müsste gehen gerade so. Wie viel brauchen so ein Erzförderer? 90 Kilowatt. Ja, ist okay. Passt schon. Müsste klappen. Es könnte sein, dass ich jetzt gleich an mein Limit komme, aber schauen wir mal. So, wie weit sind wir denn hier? Seid ihr fertig mit Sortieren? Ah ja, tatsächlich. Schöne Sache. Da muss man irgendwie gucken, dass ich eine vernünftige Schlacke-Prozedere rauskriege, dass ich da aus der Schlacke auch was machen kann. Ah, werden wir schon was finden. So, was haben wir hier? Eisenerz. Viel Spaß. Ja, Kupfer, wie gesagt, habe ich eh genug. Kupferplatten habe ich bereits über 7K hier. Also das stapelt sich bis, ich glaube, das waren bis 20K oder was, ne? Das ist also das, wie hoch sich stapelt, das sollte wohl reichen, ja? So, Glas haben wir hier. Hier hätten wir noch Zinn, okay. Ja, also dann habe ich mir hier so verflüssiger gemacht, da würde ich das Carbon drin machen, brauche aber vorher einen Ohrkrascher, einen Erzbrecher. Dann wird die Kohle aufbrechen. Das möchte ich aber oben machen, damit ich da auch genug
Input habe an Kohle. Weil das, gut, das werden die nicht alle brauchen, die zwei. Na, die Dampfkessel, so rum, die Kessel, die zwei, die werden das wohl nicht brauchen, aber wir wollen mal auf Nummer sicher gehen, deswegen passt schon. Der stellt immer noch her, oder was? Nee, der ist jetzt fertig. Wie viel hat er da hergestellt? Es waren ja, glaube ich, sogar ein paar. Bin ja gar nicht abgeneigt. Naja, fast 10 Stück, okay. So. Mhm. Machen wir das mal so. Der kriegt auch noch was mit, was der andere nicht kriegt. Also stellen wir es so auf. Haben jetzt 8 Stück davon und die schließen wir an. Den einen lassen wir mal gut sein. Mir geht es erstmal darum, dass ich jetzt genug Energie zusammenkriege. Ja, so bestimmt. So. Masten. Ja, jetzt habe ich nur die kleinen Masten. Ne? Von den großen habe ich kaum noch was. Das ist so ein Sheet. Das ist ja fast Bullshit. Aber okay, ich muss später sowieso weiter rauf. Also machen wir das mal so. Passt schon. So. So. So, was haben wir jetzt für einen Verbrauch? Ja, jetzt sind wir nämlich schon ziemlich am Limit. Die 4 Stück würden machen 3,6 Megawatt. Mehr würden sie eh nicht schaffen. Und auf über 3 Megawatt sind sie mittlerweile teilweise, wenn sie voll laufen. Naja gut, dann ist es so. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen gescheiten Kohle-Output hier. Hatte ich nicht irgendwo eine Bänderproduktion oder habe ich die schon wieder weggerissen? Ach ja, habe ich wahrscheinlich schon wieder ad acta gelegt, ne? Toll. Haben wir hier irgendwo noch Platz? Ja, da hinten. Es ist jetzt alles Bullshit, aber es geht mir darum, dass ich den Platz nutze, der noch da ist und dann später was Richtiges baue. Das passt schon. Alles nicht schön. Aber egal. So, deine Flaschen, das nehme ich dir jetzt mal weg, weil das wird auch als nächstes automatisiert, weil die nächsten Forschungen. Ja, das Maximale ist noch Yooki Tools hier. Toroteil Reparaturset. Ah, das ist dann richtig geil. Das ist eine schönere Haltbarkeit, schnellere Reparaturen, länger haltbar, jawohl. Und was ist das da? Beste Reparaturset. Oh ja, nice. Ha, geil. Und das ist Super Sandro. Schneller als Stahl und mehr Operationen möglich. Das ist einfach super. Ach, das ist ein Abbauwerkzeug. Das ist wie eine Axt. Wie die Spitzhacke, die ich habe. Nur die halt nochmal besser. Krasser Scheiß. Und dann gibt es hier Advanced Tools. Dann gibt es nochmal Quaternium Arte Direktiv. Das ist wieder It's broken. If it's broken, this tool can fix all. Okay, also da sieht man Haltbarkeit 7,5. Ne? Ich glaube, ein normales Reparaturwerkzeug hat eine Haltbarkeit von 100 oder so. Und ja, die Reparaturgeschwindigkeit, weiß ich nicht, die ist auf jeden Fall natürlich auch nicht so hoch. Das ist richtig krass. Oder Warduk dann? Schaden, Abbaukraft oder Haltbarkeit, das ist krank. Das ist einfach krank. Brauche ich aber Quantrinum für. Naja, okay. Später alles, wie gesagt, es wird Yooki geben. Das wissen wir schon mal. Das ist das Letzte. Danach brauche ich nämlich auch grüne Pakete. Militär 2 wäre interessant für mich als erstes, wegen der Munition. Wobei es ja hier bessere Munition noch gibt, habe ich gelesen. Ist, gesehen beim Krampfgarten. Jetzt weiß ich nicht, welche das war. Ne, die war es nicht. Ich wollte nämlich ganz gern wissen, welche Munition das war. Der hat Munitionspakete hergestellt. Das war was anderes. Das ist Yooki Ammo. Das ist wieder was anderes. Das ist nochmal. Ja, das ist wieder was Krasses. Man kann es unterschiedlich bestücken. Ja, das ist wie Bob auch. Also wir kriegen genug Möglichkeiten, irgendwie Munition herzustellen. Das interessiert mich aber jetzt gerade nicht. Der hat, Krampfgarten hatte so gepackte Munition, die war richtig massiv. Und die hätte ich ganz gern. Elektriktorets, nein. Nein, 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 alles falsch. Lasergeschütztürme auch falsch. Ja, bei Militär 4 ist es mit Sicherheit nicht. Ja, wir werden es finden, wenn es soweit ist, ist ja egal. Also es gibt da bessere Munition, es gibt da irgendwie so Munitionspakete. Habe ich gesehen. Natriumverarbeitung, oh, das wird einfach nur grausam.
Naja gut, was soll's, ne? Natrium aus Natriumsulfat, Natriumsulfatsynthese, das mache ich dann aus Schwefelsäure, Natriumhydroxid. Also da gibt es ein Zeug, wow. Und dann gibt es eben hier nochmal erweiterte Aluminiumverhüttung, erweiterte Chromverhüttung. Ja, wird toll. Wird echt toll. Ich werde einige Zusatzausrüstungen brauchen, um hier weiterzumachen. Fermentation, das ist dann so irgendwie, ja, Korn, das ist was mit, ist das Yaoki oder Angels? Angels Bioprocessing, ja. Korn, also Getreide oder Mais, da musst du erstmal eine Farm aufbauen und krasser Mist einfach, ey. Nutrient, also Nahrungsmittel oder Düngeextrakte irgendwie so, ja. Ne? Wow. Cool. Wird schon witzig. So, gut. Ja, aber wie gesagt, ich brauche erstmal die Produktion für Ding. Da geht es dann hier schon mal weiter. Da haben wir zum Beispiel Chrom. Ich habe noch gar kein Chromerz, da komme ich ja nicht ran. Ja? Auch durch Metallurgie nicht, das können wir erstmal vergessen. Eisenverhüttung, Silberverhüttung. Ich bräuchte erstmal Chromerz, ja, und da komme ich erstmal so nicht ran, aber später vielleicht, gut. Was wollte ich gerade noch? Hier hätten wir Chrom, Kobalt, Nickel, Mangan. Also das kenne ich alles noch. Was ich noch gar nicht kenne, wäre jetzt hier Chrom. Kobalt kennen wir. Mangan. Silizium kennen wir, Silber kennen wir. Stahl ist eigentlich klar. Zink ist auch klar, kenne ich. Ja, aber es gibt einiges, was ich nicht kenne. Wo ich mich noch reinfuchsen muss. Geodenverarbeitung, was wird denn das? Blaue Geoden, das sind unsortierte Edelsteine. Nee. Ach ja, das ist Geoden, wenn man findet. Anscheinend kann man irgendwie Geoden finden und dann kann man da unsortierte Edelsteine und Stein, Bruchstein rausholen. Aha. Oh Mann. Gas- und Ölgewinnung, das wird noch witzig. Da haben wir nämlich dann die Ölförderpumpe. Genau. Öl- und Gasabscheider. Da ist nämlich, glaube ich, das Problem. Das Rohöl, was hier ist, das ist ein mehrphasiges Öl. Da ist Gas mit drin. Das muss ich natürlich rausknallen. Ne? Habe ich auch im Krampfgarten gesehen. Das wird noch witzig. Erdgas, Gaskondensat, Schwefel, Abwasser und Rohgas. Aus Erdgas mache ich also Rohgas, Gaskondensate und Schwefelabwasser. Mein Gott. Und das ist die Abscheidung von Öl. Genau, das ist nämlich das mehrphasige Öl. Da gibt es dann auch wieder Rohgas, Rohöl, das, was ich verarbeiten kann, Schwefelabwasser, was ich wahrscheinlich einfach klären werde mit einer Kläranlage, denke ich mal. Erstmal. Später brauche ich es, glaube ich. Also, das wird grausam. Gut, hier geht's weiter. So, ich wollte jetzt Bänder herstellen eigentlich. Haben wir gesagt? Das machen wir doch gleich hier. Warum denn nicht? Gib mir mal das. Ein normales Band musst du ja schaffen. Ja, schafft es auch. Dann sollten wir aber dir doch wieder eine Kiste geben. Ja, Blödsinn gemacht. Hätte ich gleich das verarbeitet, wäre es gescheiter gewesen. Egal. So. So, gib mir wenigstens mal ein paar Bänder gleich. Jetzt habe ich noch genug Eisen hier. Nö, aber gleich wieder. Ja, also das wird witzig. Hier wird eben, wie gesagt, gerade Lötzinn hergestellt. Hier habe ich schon vorbereitet oder so mal grob vorbereitet verzinnte Kupferkabel. Kann ich aber vergessen, weil ich dafür Carbon brauche. Den Widerstand. Und dafür brauche ich verzinntes Kupferkabel, was kein Problem ist. Nochmal so eine kleine Maschine. Aber Carbon. Und das Carbon, dafür brauche ich den Verflüssiger. Das haben wir jetzt einfach mal irgendwo hinstellen, damit ich schon mal ein paar erste davon machen kann. Das heißt, wir werden uns mal einen Teiler hierher ballern. So weit oben? Nee. So weit unten? Weiter oben lieber. Zack. So. So, dann brauchen wir ein Brechwerk. Ist das da? Strom wäre auch nicht schlecht. So, Strom. So. Ach, von mir aus baller das erstmal in eine Kiste rein. Ich kann dann immer noch was draus machen. So, du machst jetzt bitte Kohlestaub. Zerkleinerte Kohle. Und aus der zerkleinerten Kohle mache ich dann nämlich Koks im Metall. Nee, einfach im Ofen. Ist scheißegal. Genau, scheißegal welcher Ofen, okay? Dann Ofen. So. Ach so, das wird natürlich nichts. Warte mal. Kann ich schon den unteren nehmen? Nee, kann ich nicht. Ah, shit. Ich könnte also höchstens, ja, das könnte ich machen. Nee, kann ich auch nicht. Ja,
Ja, dann machen wir das anders. Dann doch gleich so. Du kannst ja wahrscheinlich sogar die zerkleinerte Kohle... Ja klar, dann nimmst du jetzt erstmal als Brennstoff, was natürlich Bullshit ist. So, jetzt macht er nämlich gleich das Richtige. Dann macht er jetzt Koks draus. So, bitteschön, viel Spaß. So, und dann lassen wir den da Koks herstellen. Und hier lassen wir, das beschränken wir mal auf einen Stack. So, viel Spaß. So, jetzt haben wir hier Koks. Okay. Und aus dem Koks kann ich dann Carbon machen, zusammen mit Kohlendioxid. So, und da kommen wir jetzt zum Verflüssiger. Kohlendioxid mache ich aus Kohle im Verflüssiger. Oh Mann, ey. Das machen wir auch noch schnell. So, indem ich mir hier mal ein paar Dingsbums nehme. Zack, bitteschön, stell mir Bänder her. Ich möchte mehr Bänder haben. Habe ich eigentlich noch Untergrundbänder? Habe ich noch. Ah, sie brauchen gerade nicht mehr so viel. Arbeitet nicht alles. Der arbeitet immer noch, oder? Ja, der hat noch sehr, sehr viel Holz drin. Ach, sag mal, da will ich hin. Jawohl. So, ein scherzeshalber, einfach weil es ein besserer Brennstoff ist, können wir ja mal... Oder ein Brennstoff, sagen wir mal, den wir selber herstellen, ne? Können wir ja mal hier so Holzbriketts machen, warum eigentlich nicht? Na klar, geht wahrscheinlich schneller und einfacher, als wenn ich daraus Kohle herstelle aus dem Holz. Haha! Und ich kriege eben das Nature Sign, für irgendwas brauche ich das bestimmt später. Ist das einfach cool, ey. Wenn es auch sehr nervig ist irgendwie, aber macht auch Spaß. So, hier kriegen wir Koks, jawohl. Gut. So, jetzt schauen wir noch schnell unten nach dem Verflüssiger. Gib mir mal ein paar Bänder, danke. Weiter geht's. So. Verflüssiger. Da ist er. Der hat gerade keinen Strom mehr. Das heißt, der hätte noch Strom, aber der greift ihn nicht. Ja, dann eben so. So, jetzt brauche ich Rohre dafür, nehme ich an. Ich habe schon, warte mal, habe ich nicht Rohre gerade hergestellt? Habe ich nicht gerade gesagt, ich brauche ein paar Rohre? Na klar. So, Rohre, her damit. Ah, die habe ich auch gebraucht für die Anlage innen, für die Dinge. Machen wir gleich. So, ich hätte gern Kohlendioxid. So, jetzt stellst du mir her Kohlendioxid, aber das muss ich natürlich irgendwo in einen Tank tun. Ich habe keinen Tank. Ich möchte aber es auch nicht mehr mit Hand herstellen. Ich habe schon 33 Items hergestellt, das ist eh schon scheiße. Also, das heißt, wir stellen hier bitte mal, einen Tank her. Kann ich noch gar nicht, weil ich keine Flüssigkeitsverbindung... Boah, gut, das heißt, du hörst jetzt auf. Scheiße. Ist das blöd, Mann. Carbon aus Koks und Kohlendioxid. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Und zwar brauche ich jetzt praktisch... Hier was? Und wo wird es gemacht? Auch im Verflüssiger. Macht ja gar keinen Sinn. Wieso wird es im Verflüssiger gemacht? Na gut, mach mal. Das heißt, ich stelle dich gleich daneben an. Dann brauche ich das nicht machen. Aber ich bräuchte einen Greifi, der hierher kommt. Konfiguriert wird, dass er da rausnimmt. Da bitte, sorry. So, und dann da reinballert, genau, das ist richtig. Und du kriegst den Auftrag, Carbon herzustellen. So, kannst du. So, jetzt stellst du Carbon her. Jetzt wäre es nice, ja, das klappt. Ich habe noch genug Platz. So, und das Carbon stellst du mir hier in die Kiste rein, danke. So. Gut. Sieht jetzt furchtbar aus, werde ich definitiv schöner machen. Ja, ich stecke also jede größere Produktion in Factorissimo-Fabriken. Es tut mir leid, ne? Wir kennen mich ja, ich arbeite damit. Das machen wir im nächsten Part, oder ich mache das jetzt in den Zwischenparts, dass ich jetzt hier mal vorbereite. Ich habe jetzt praktisch die Vorbereitung, dass ich mir die erweiterten Schaltkreise machen kann. Ne? Hier wird Carbon hergestellt, da so eine kleine Fabrik nochmal aufstellen. Verzinntes Kupferkabel ist kein Problem, weil dafür brauche ich Zinnplatte und Kupferkabel. Wo ist es denn? Bob, Zwischenprodukt, also das ist ja nicht schwierig, ne? Kupferkabel und Zinnplatte, bam, kann ich mir herstellen in so einer kleinen Maschine. Dann nochmal so eine kleine Maschine, da wird dann meinetwegen
Ja, das eigentliche hergestellt. Und zwar, also pass auf, wir stellen sie mal auf. Wo sind denn meine Elektronikmaschinen hier? So. Ich muss eh gleich nochmal einen Strommasten hinstellen, das ist ja wurscht. So. Zack. Hier meinetwegen machen wir verzinntes Kupferkabel. So, das heißt, hier kommt Kupferkabel rein und Zinnplatte. Strom brauchst du dann natürlich so. Und hier machen wir dann die grundlegende Schaltung. Na, braucht das da, das da. Das braucht Carbon und das verzinnte Kupferkabel. Zack, dann stelle ich mir davon ein paar her. Dann kann ich langsam anfangen, mir richtige Fabriken herzustellen. Und dann werden wir das abreißen. Auch in so ein drittes oder viertes so eine Factorisimo-Fabrik stecken. Werden das dann beliefern lassen von, ja, vielleicht noch der letzten Kohle hier. Weiß ich nicht, mal schauen. Was wollte ich denn hier machen? Ach, da wollte ich die Bänder machen. Jetzt weiß ich es wieder. Idiot. Werden das alles herstellen, sodass ich das dann nach und nach umbauen kann und in den Factorisimo-Fabriken automatisieren. Ich sage hier jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Also es gibt Yo-Oki, aber es ist absoluter Endgame-Content. Oder frühestens Midgame. Vorher komme ich da nicht ran. Fantastisch. Ja, es ist eine Herausforderung. Weiterhin habe ich aber mein Ziel. Also pass mal auf. Erze nicht. Alles andere wird ein Zug hergestellt und jeder Waggon kriegt ein Produkt. Widerstände. Lötzinn. Isoliertes Kupferkabel. Verzinntes Kupferkabel. Leere Kanister. Holzplatten. Platinen. Schaltungen. Stahlzahnrad. Wir wissen, wie groß die Liste nachher wird und wie groß die Liste auch noch da hier ist. Kommt alles rein. Und auch jedes Gas und jede Flüssigkeit kommt rein. Das wird ein Zug, naja, ich weiß nicht, wie groß der wird, wir werden es sehen. Keine Like oder Kommentar über diesen Bullshit, über diesen Hirnfurz, den ich da habe. Also das ist geil, ich finde es lustig, ich mache das. Wie gesagt, der Steve hat es gemacht, allerdings glaube ich nur mit Bob. Hat er sich den Zug gemacht. Er hat darauf verzichtet, alles reinzustecken, er hat nur die Endprodukte, glaube ich, rein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache alles rein. Bis dahin. Nächster Part sehen wir auf jeden Fall automatisierte Stromerzeugung und wahrscheinlich schon der Beginn einer automatisierten Erzbrechung. Auch das werde ich dann schon mal in ein Factorisimo-Gebäude stecken. Sehr aufwendig, aber ich komme ein bisschen vorwärts. Es dauert nur.